Heyo, da bin ich wieder zurück. Ja, bei trotzdem 8 Frames. Bringt mir auch nichts. Warum nicht? Ist zum Kotzen. Da hast 30 Frames endlich mal, dann später und dann hängt's wieder. Dann hast 20 Frames, dann geht's wieder runter. Games, Let's Play, Fraps. Boah, jetzt hängt alles. Ich glaube, vielleicht sollte ich Minecraft nochmal neu starten. Schauen wir mal. Jetzt warten wir uns erstmal woanders hin. Wir warten uns zur Farm für 20 Timoleons. Ah, Tim, Abzocke. Zum Glück muss ich hier nicht hin. So. Ach, cool. Da bin ich mal durchgefahren. Soweit ich weiß. Oder durchgegangen, durchgefahren, glaube ich. Ja, Mann, das fand ich richtig cool, das Rennrad. Wobei es natürlich einfach gemacht wurde, weil es eben ja, halt so ist und nicht schräg diagonal. Aber ist ja okay. Wir wollen sie nicht übertreiben. Coole Felder, wer darf die abernten? Darf man das selber einfach so ernten, wie man will, oder was? Freier Zutritt, was ist das? Okay. Krasse Scheiße. Da hinten ist eine Tür. Schauen wir doch mal, ob wir da auch einen Hebel haben. Oder ob wir da überhaupt hinkommen. Wenn ja, wie? Und was ist das überhaupt? Ist das sowas wie eine Legebatterie? Ne, das interessiert mich jetzt gerade echt mal. Was ist denn das? Keine Ahnung, steht nicht da. Gut, ab nach hinten. Und schauen, ob wir da irgendwas machen können. Können wir nicht. Gut, ja, Farm. Sieht zwar krass aus, kostet einen Haufen Geld. Aber. Naja. Ist jetzt auch nicht so der Burner, oder? Schauen wir noch ein bisschen in die Richtung. Ah, okay, das ist wieder so ein Eingang. Ho Haus sieht geil aus mit diesem. Boah, das sieht ja richtig geil aus. Ich wusste gar nicht, dass man daraus jetzt auch schon so Dinge machen kann. Dieses Haus sieht richtig cool aus. Was? Ach so, sie sollen so ein Bauernhof sein. Cool. Hot Style, auf jeden Fall. Hallo. Ich bin leider gerade mit dem Aufnehmen beschäftigt. Ich kann leider nicht mit dir schreiben. Ich würde jetzt denken. Ja, ich schaue sie extra für dich an. Muss ich hin? Schließlich hast du mir für dieses günstiges Angebot nur für 150 Diamanten schließlich nur ein super Haus gekauft. Oder verkauft, wie auch immer. Was? Was? Ich. Ach so, wir sind schon da. Okay. Grundstück von bla, mehr Besuch erlauben nur mit. Ah, okay, man sollte vielleicht mal lesen. Briefkasten, ich glaube, das ist nicht das. Das ist. Da darf ich jetzt doch durch. Okay. Ja, schon. Ah, ihr seid cool, Leute. Ihr habt sogar das Minecraft-Hodenkrebs-Cremeschild überall an der Wand hängen. Das lobe ich mir.
Oh, eine Theke, okay. Oh. Oh. Ist ja schon. Okay. Aber warum hängen da ja so Frankreich-Fahnen, wenn ich mich da noch recht erinnere, dass das Frankreich-Fahnen sind? Unser Schwimmbecken bitte nur in Badeklamotten betreten. Ich bin Master Chief, ich kann machen, was ich will. So. Kurz geduscht. Oder beziehungsweise gebadet. Jetzt komme ich hier so nicht mehr raus. Gut. Wieder na 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 na. Sehr gut. Auch wenn es nur ein halbes Ding war, ist mir wurscht. Ich habe so viel Melonen, ich kann mir das leisten. So. Wow. Geile Scheiße. Ja, aber seht ihr, er hat es auch so gemacht wie ich. Also, wie ich nicht, besser gesagt. Aber wie ich gesagt habe, dass es gehen sollte. Oh, cool, da sind jede Menge Eier. Ich möchte die Eier haben. Ich will die Eier, ich will die Eier, ich will die Eier, ich will die Eier. Ach, das Teil, da waren wir doch gerade, oder? Ach, da kann man. Ah, okay. Echt? Okay, warum wird da nichts? Jetzt bin ich mal gespannt. Pro-Trick. Ah, okay. Cool. Das ist keine schlechte Idee. Das ist nice. Ja, baue ich auch ein und dann verkaufe ich es als meine Idee. Nee. So, wo geht's denn hier rein? Wir müssen noch nach oben, glaube ich. Scheiße, bist, okay. Oh, warte es nicht. Oh Mann. Naja, wir können ein bisschen reinspähen. Oh, da sehe ich Pornohefte unterm Bett. Gehen wir lieber schnell wieder. Und da sehe ich einen die unter der. Ja, gut. Hier wird's mir zu pervers. Wir müssen uns ja schon schließlich wieder auf die Reisen machen. Auf den Weg. Aber auf alle Fälle ziemlich cooles Grundstück hier. Ich komme nicht rein. Ich will auch rein. Nein, darf ich nicht rein. Ich darf nicht rein. Okay. Aha. Na gut, dann gehen wir woanders hin. Schauen wir uns dabei mal das da an. Das sieht auch nach einem Legestall. Ja, sieht hier nach einer Farm aus. Mit jede Menge Tieren. Okay. Wow, da bin ich reinfall, glaube ich, auch nicht so gut. Wir schauen uns mal kurz, ob das da das gleiche ist. Ja, ist es. Und jetzt haben wir eventuell ein Problem. So, gut, wir haben ein Problem. Ja, was machen wir jetzt? Ich will da auf keinen Fall rein. Gut, ich bin rein und ich bin fast tot und bin beim Start noch gerade noch so. Ich glaube, ich hätte kurz was fressen sollen. Na gut, da eben bin ich eben tot. Aber ich habe meine Sachen zum Glück noch alle behalten können. Auch wenn das jetzt gerade ein bisschen ein Fehler war, weil ich ja da eigentlich nicht reinfahren wollte, ja. Aber ich frage mich gerade, warum die Tiere, wenn die dann nachhören, warum die dann ihre Sachen immer noch droppen können. So. Home. Ich nicht bin gestorben. So. Aber zum Glück haben wir meine ganzen Sachen gerade hier rumliegen. Wunderbar. Ist halt jetzt alles ein bisschen durcheinander.
Ich ziehe mir erstmal mein Zeug wieder an. Ja, gut, die Hose kommt dahin, die Schuhe kommen dahin, das kommt dahin. Ah, gut, das räume ich jetzt schnell um. Haben wir ja gleich. Minecart, das dahin, das dahin, das dahin, das dahin, das dahin. Redstone kommt daher, die Eimer kommen dahin. Redstone da, das da, das da, das. Kommst du dahin? Das da, das da, das da, das da, das da, das da, das da und das dabei da. Wunderbar. So, und während da unten bei mir die ganzen Schweine spawnen, gehen wir mal wieder zum Spawn. Und ja, wir begeben uns mal wieder zum, ja, zu darüber halt. Und gehen zum nächsten Gebiet. Damit wir hier mal vorankommen. Kann nicht sein, dass wir hier eine Stunde aufnehmen oder so. Wirklich so ein langes Aufnahmeprojekt. Aber egal. So, Hauptbahnhof. Ich glaube, da waren wir vorher schon mal. Spleef und Hafen. Wir gehen erstmal zum Hafen. Okay. Nice, nice bis jetzt, was ich sehen kann. Hat eine 13er Framerate. Ja. Ein Hafen. Kann ich da auch noch ein Krankenhaus? Cool. Aber ich finde, zum Krankenhaus sollte man sich kostenlos warten dürfen, wenn ich mal ehrlich bin. Was soll das? Büro für offizielle Anlage, bitte klingeln. Okay. Naja, wir klingeln einfach mal so. Balance 1972. Hier seht ihr einen schönen Lichtbug, die einzelnen Bilder, die dann immer so verschwommen sind. Dunkel, genau wie der Repeater. Ja, hier befinden wir uns am Hafen. Dieses Boot sieht nicht so geil aus, aber dafür umso mehr dieses Boot, das wir vorher schon mal leicht gesehen haben. Hier war ich auch schon mal, schon wieder, sagen wir mal, einen Monat her. Oder ein halber da, Monat da, ja. Richtig cool das Boot, also wer das Bauer gebaut hat, Respekt. Da ist selbst die Titanic vom Minecraft-Server eigentlich ein Witz dagegen. Was für ein Vollidiot hat da oben schon wieder irgendwas gebaut? Was zum Henker ist denn das? Alter Scheiße. Da schauen wir gleich mal hin. Auf alle Fälle ist dieses Boot Rettungsring cool. Ist dieses Boot hier richtig cool gebaut. Und hat auf alle Fälle Stil und Klasse. Sowas würde ich auch mal haben. Natürlich in echt. Okay. Schauen wir uns nochmal von vorne an. Das lohnt sich hier noch ein bisschen länger zu bleiben bei dem Boot. Und ich verwende noch, was das ist. So. Ja. Das Boot. Von vorne. Wir gehen mal eben auf den Steg, würde ich sagen. Warum ist da eine Schiene verlegt? Und warum habe ich jetzt eine Framerate von 9, aber ist egal. Ja. Ein Block zu lang, finde ich, aber das macht jetzt auch nicht so viel. Also könnte er unbesorgt sein. MSO-Besichtigung erlaubt XC-Anti, gut. Ja, sieht auf alle Fälle geil aus. Nur was soll das sein? Wir werden es uns mal eben anschauen. Sieht ein bisschen aus wie ein Aquapark. Schauen wir mal, ob wir von außen da hochkommen irgendwie. Ansonsten müssen wir natürlich von innen dann irgendwas schauen. Sieht sehr interessant aus, aber ja, ist schon gut. Das überleben wir schon. Da scheint es aber auch nicht zum Eingang zu gehen. Ach, da ist die Eishalle. Okay. Ich frage mich trotzdem noch, was das hier sein soll. Und vor allem. Okay, da ist schon Glas. Und das soll dann noch alles gefüllt werden, oder wie? Ja, ich wünsche dem viel Spaß, mir gefällt es nicht so. Ich weiß nicht, ich kann damit nicht recht was anfangen. So, ich hoffe, wir kommen hier wieder ohne
größeren Schaden runter. Und dann schauen wir mal zur Eishalle. Da war ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Bitte sprinten, genau. So. Da war ich das letzte Mal, als sie es gebaut haben. Da hatte eine, war eine Tribüne, war schon fertig, glaube ich. Sagt bloß, man kann hier nicht eingehen. Ich will in die Eishalle. Gut, also da sieht es vielleicht der Glas-Mod jetzt, naja, nur bedingt cool aus, aber... Wie komme ich da jetzt am besten hoch? Ja, ich denke, ich probiere es mal schnell wieder mit meinem Hochbauen und wir sehen uns gleich, wenn ich oben bin. Ja, da bin ich wieder. Ich musste mich hier in der Ecke hochbauen. Bin auch einmal abgestürzt, darum bin ich eben in die Ecke gegangen. Und irgendwie sieht es noch nicht ganz fertig aus, kann es sein? Aber hier baut er hier schon seit Ewigkeiten. Kann das nicht auch sein? Okay, schauen wir mal ein bisschen hier rum. Ja, ihr seht auf alle Fälle, ist schon relativ cool aufgezogen und alles hier. Aber ich glaube, ihr solltet schon langsam mal, also entweder seid pleite gegangen und könnt euch das nicht mehr leisten. Oder ihr solltet unbedingt mal euch um, ja, die Weiterbauung kümmern, denn schon langsam, also das ist echt schon Ewigkeiten her, wo ich das letzte Mal war und da sah es jetzt, naja gut, nicht so viel anders aus, wenn ich jetzt da mal so ehrlich sein kann. Ich frage mich gerade, wie ich hier wieder rauskomme. Wahrscheinlich muss ich da wieder drauf hupfen und so, ach, das wird eine schöne Arbeit. Naja, schauen wir mal. Also ich hoffe, ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück, dass ihr das noch schafft vor Weihnachten. So wie es im Moment ausschaut, ist es eher nur bedingt. Richtig. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, ich finde ihn auch nett, aber wie komme ich hier wieder raus? Cool, jede Menge Redstone. Scheiße. Ich vermute mal, die Tür ist zu. Nein, die Tür ist auf, aber das bringt mir auch nichts. Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Ja, gut, da haben wir jetzt ein Problem. So würde ich es zumindest nennen. Aber ich weiß jetzt auch nicht so recht, wie wir das lösen sollen, wie wir das lösen wollen und vor allem, wie wir das lösen können. Ja, ich befürchte, wir müssen mal eben zum Spawn und uns dann weiter warpen. Aber wir haben eigentlich schon fast alles gesehen, also von dem her passt das dann auch schon wieder. So, wir rennen wieder rüber zum x-ten Mal. Und gehen diesmal, wenn wir da hinkommen, jetzt mal zum VIP-Tanksenster. Aber bevor wir das machen, muss ich noch eine kurze Aufnahmepause machen. Wir sehen uns gleich wieder. Tschaußen. So, und da bin ich jetzt wieder mit einer Frame von 15. Na, ist ja auch schön. So, diesmal gehen wir hoffentlich zu Upper Hills. Upper Hills. Upper Hills. Ich vermute mal, das soll nur für die VIPs sein. Das habe ich fast befürchtet. Naja, gut. Jetzt habe ich gerade einen Mega-Lag. Nein, es ist out of memory. Gut, bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da und ich probiere es einfach nochmal. Vielleicht war ja gerade... Ne, ging definitiv nicht. So, wo waren wir jetzt noch nicht? Wir waren im Spleef noch nicht und beim Hauptbahnhof noch nicht. Gut, dann gehen wir erstmal zum Spleef. Aber, wow, das sieht ja jetzt mal krass aus. Was steht denn hier? Spleef join, Spleef um mitzuspielen. Spleef leave, um wieder aus dem Spiel auszutreten. Die 5 Timolens werden zurückerstattet. Ready, um zu zeigen, dass man bereit ist. Ja, finde ich ja ganz cool, aber wie kommt man da rein? Oder wird man dann automatisch nein transplantiert? Wir machen einfach mal kurz Spleef join. Gut, ja, gut.
Ich weiß jetzt leider nicht, wieso da die Türen jetzt fehlen. Früher waren da mal Eisentüren. Lieber Team, wieso hast du die weggemacht? Und was ist denn das für ein geiles Ding da? Ach so, ja, das sind die. Ist die Zufahrtsstrecke jetzt per Schiene, denn man, wenn man natürlich kein Geld hat und, dann, und man trotzdem irgendwo hin möchte, ja, muss man, kann man sich ja schlecht warten. Darum muss man eben noch die Möglichkeit haben, alles mit Schienen zu erreichen. Auch eine coole Idee, bloß ich bin da mal irgendwo hingefahren, ein bisschen, ich, pff, da stirbst du dabei. Und ja, das haben wir auch. Gehen wir noch zum, wieder zurück. Dann gibt es jetzt hier offenbar was Neues, den Warp Fun, da schauen wir später mal hin. War der nicht auch schon mal billiger? Naja, egal. Da werdet ihr auch mal noch ein Video sehen von Warp Fun. Genauso wie wo ich das Haus gekauft habe. Und wovon werden wir noch ein Video sehen? Ah ja, genau. Ach, da müssen wir. Wo gibt's denn. Wie komme ich da hin? Wie komme ich zu. Ah ja, hier sind noch ein paar. Und hier gibt's zum Glück keine. Also wir haben schon noch ein paar Dinger. Den Hauptbahnhof, den lassen wir mal weg, weil da waren wir ja schon eben vorher da. Zu Atlantis müssen wir noch, zum Flughafen müssen wir noch und. Farm ist, glaube ich, das gleiche. Ja, ich gebe da nicht nochmal 10 Dollar aus. Ich weiß, das heißt die Million. Gut, als erstes gehen wir zum Flughafen. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon das schon mal gesehen habt bei meinem letzten Video oder so. Ja, man kommt hier in einem Bus an, der eine fette Aussicht hat. Und dann steigt man hier eben aus, normalerweise. Und ja, dann kommt man beim Timolia, vermute ich mal, Timolia Airport an. Nochmal fettes, geiles Teil an die Leute, die es gebaut haben. Richtig fetten, krasse Idee und richtig cool umgesetzt. Waren ja auch Ewigkeiten daran beschäftigt. Da habt ihr ja schon mal ein Video gesehen von mir. Das war dieses Spezial noch irgendwas da, wo ich dann eben im Hintergrund irgendwas eben von Game One im Laufen hatte. Ich glaube, das war der Podcast zu Silent Hill. Ja, jetzt erzählt ihr es nochmal quasi ein bisschen anders. Nochmal so im normalen Durchgehen. Jetzt haben wir ja alle die Rechte dazu sozusagen. Ich hatte ja damals eine Pre-Order. Das hat ja gesagt, ich soll es eigentlich nicht eher machen und ich kann es von hier leider nicht lesen. Tut mir leid, ich bin zu blind dafür. So, jetzt einfach mal. Wir gehen hier mal die Rolltreppe hoch. Und Tim, weißt du, was ich mir schon mal überlegt habe? Man bräuchte beim Runterfahren gar keine Schilder eigentlich, oder? Ich meine, weil das Wasser läuft ja dann selbst von alleine selbst zu weit. Gut, ich mach's auch, weil es besser ausschaut, weil man es dann auf der anderen Seite auch schon hat zum Teil, aber wenn wir mal richtig überlegen, eigentlich brauchen wir gar keine Schilder da. Weil wenn man das, dann bräuchte man auch nur einen Wassereimer und das fließt von alleine komplett bis nach unten. Habe ich mir mal so voll überlegt. Aber deine automatische Rolltreppe ist sowieso viel geiler mit den Pistons. Wobei, da habe ich ja auch schon einen Kommentar dazu geschrieben. Ja. Gut, da sieht man, wurden Klaus-Platten verwendet. Deswegen verbinden sie sich nicht. Das sind Bankautomaten. Ja, jetzt setzt du die Musik ein. Aber wie gesagt, das haben wir eh schon mal alles gesehen. Da brauche ich jetzt nicht so lange rumtun. Dann gehen wir mal wieder runter. Ja, nerv nicht. So, gehen wir mal durch den... durch den Dingsens durch. Und was ist denn das? Ach, das ist sowas wie die Warte-Airline. Aber da waren wir auch schon überall. Warp Geisterstadt. Cool, da war ich auch noch nie. Es ist Nacht, es ist natürlich nicht so schön. Ankunft Terminal. Jetzt kommen wir hier auch, sehr klug gemacht mit den Schildern. Weil so kommen wir nun wirklich nicht hoch. Also, Respekt. Und es leckt gerade extrem. Und wir gehen jetzt mal zur Geisterstadt. Okay. Ah, das war ursprünglich mal die Residenz irgendwie von irgendjemandem, von einem Admin, glaube ich. Und das sieht aus, als wäre das Glas, genau. Und Moment mal. Dieses Teil kenne ich. Diese Burg stand mal neben meinem Haus. Da konnte ich voll geil einbrechen, weil er hatte unten nämlich
so einen Raum mit Bildern. Ich konnte einfach, hinter dem Bild habe ich eine Tür eingebaut. Ich konnte da immer voll geil in das Haus einbrechen. Das war in diesem Raum. Da war da ein Bild und ich konnte da voll leicht einbrechen. Oder war das da? Nee, das war auf der anderen Seite dann. Das war voll cool. Und auf einmal war es weg. Ja. Jetzt wissen wir wohin. Aber ich frage mich, warum? Das ist dann Geisterstadt. Und warum das überhaupt Geisterstadt hier heißt? Naja, wahrscheinlich bloß eine Abzocke. noch was. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Naja, wahrscheinlich gar nicht. Aber wir müssen ja sowieso erst wieder zum Spawn und dann zum Bahnhof. Wegen Atlantis. Und das ist eigentlich noch so der kleine Hauptteil. Ach so, ne, hier sind ein paar mehrere Häuser noch. Aber ich glaube, hier wohnt man nicht wirklich. Naja. Spawn. Sehr schön. Dann geht's weiter. Und jetzt freue ich mich echt mal. Bahnhof Downtown. Ich glaube, wenn ich hier einen Timoleon zahle, dann komme ich direkt daher. Ja. Also normalerweise geht man diesen paar Meter hier. Das ist ja sonst wirklich ja, okay, Verwöhnung. Gut. Atlantis. Ja. Atlantis baut sich auf. Atlantis hat Höllenportale da so daneben. Und Atlantis ist eine Stadt, die sich unter Meer befindet. Ja, das ist leider auch so die Sage. Und leider heißt auch deshalb so die Stadt. Ja, ist Wahnsinn, oder? Ich bin nicht witzig, ich weiß. Gut. Grundstücksverwalter steht zweimal das Gleiche da. Ich kann's nicht glauben. Okay. Ja. Aber eigentlich gibt es in Atlantis, vor allem wenn es Nacht ist, nichts so Besonderes zu sehen. Vor allem ist es, finde ich, fast ein bisschen unübersichtlich. Zu sehr aufgepimpt hier. Forschungszentrum. Ich sehe keine Viecher, wo geforscht wird. Aber darum geht es jetzt auch mal erst nicht. Wir schauen uns Atlantis lieber von oben an. Das ist nämlich viel geiler. So. Ich hoffe, ich finde den richtigen Weg. Na, ja, andere Seite. Nach oben. Flupp. Wir nehmen den Wasseraufzug. Eine bequeme und moderne Art, sich nach oben zu bewegen. Jetzt seht ihr wahrscheinlich genauso viel wie ich, nämlich gar nichts. Aber das macht so gut wie fast wenig. Denn wir sind eh bald oben. Da sieht man schon, es wird heller. Und ja, wir sind oben. Wir können raus. Und das sieht natürlich dann richtig geil aus. Mit dem Glas-Mod da. Und ja, wo sind wir? Wir sind auf dem Staudamm. Und das, meine Freunde. Wir gehen mal hier, damit wir hier besser sehen. Das ist Atlantis. Habt ihr vielleicht, wenn ihr das Video von Tim schon gesehen habt, habt ihr das schon gesehen vielleicht, aber ich finde, das sieht einfach nur geil aus. Wenn man sich das mal so anschaut. Richtig geile Idee. Leider sind schon alle weg, also da hätte ich auch gern so eine Kugel gehabt. Wobei, ja, eigentlich bräuchte ich müsste mir auch mal VIP-Rechte oder sowas kaufen oder Mod werden oder irgendwas, wo ich halt mehr Homepoints hätte. Weil, das ist echt ein bisschen schrecklich manchmal. Aber es sieht trotzdem cool aus. Und da ist eine Kugel leer. Warum ist die leer? Tim, wenn die zum Verschenken ist. Ich bin dein bester Abonnent und ich gebe dir auf jedes Video einen Daumen hoch und schreibe dir 10 Kommentare, in denen ich sage, ich bin Erster. Bekomme es jetzt nicht. Deabonniert. So. Gut, dann gehen wir jetzt wieder weiter. Darum mache ich auch hier das Video, weil ich dich deabonnieren möchte und dich verhonen möchte und so. Ja, natürlich. Wir gehen mal darüber. Wir gehen nicht rein in den Staudamm. Da habe ich mich schon mal sauber verlaufen. Weil ich immer überall einbrechen muss. Kommt davon. Aber ich mache ja nichts kaputt. Ich gehe ja immer nur oben drauf und schaue es mir an und dann sage ich, boah, wir kommen hier wieder raus. Ja, das ist der Staudamm. Ein bisschen größer als meiner in der Let's Show Welt. Zugegebenermaßen ist halt alles da so aufgeschüttet mit künstlichem, ich sag mal jetzt nicht mehr Singleplayer-Comments, sondern halt da so
Comments halt in Multiplayer nicht. Aber trotzdem cool. Da glaube ich, hat mal irgendein Feuer gebrannt, ist wahrscheinlich ausgegangen. In der Hütte war ich auch schon mal zu Besuch. Hat mir auch sehr gefallen. Jetzt mit dem Glasmod sieht es natürlich noch geiler aus. Ich weiß, ich schwärme ein bisschen zu viel von verschiedenen Sachen. Eine Geburtstagstorte. Ach ja, stimmt, da waren glaube ich Spawner drin. Oder es waren einfach nur ein Haufen Viecher drin, als ich da das letzte Mal drin war. Jetzt müssen wir mal kurz was fressen. So, hier wird auch nochmal ein Video geben aus meiner Reihe. Die wird jetzt wahrscheinlich dann die nächsten 3 Tage, weil ich habe nämlich 3 Videos gemacht eben aus dieser neuen Reihe. Die sind alle vom Server. Ich vermute mal, die werde ich jetzt dann die nächsten 3 Tage hochladen. Mit welchem ich anfange, ich mache es wahrscheinlich dann so wie quasi im Video dann jetzt chronologisch ungefähr die Reihenfolge wäre. Die Videos sind nicht lang, also das wird wirklich, das sind nicht mal 5 Minuten zum Teil, aber ja, ich denke, ich hoffe, es gefällt euch und dann kommt halt dann kein Let's Play. Man müsst halt leider entschuldigen, aber ja, tut mir leid. Muss auch irgendwie meine Runden kommen hier, nicht? So, da ist Lava. Das ist mal eine krasse Idee, Lava neben Wolle zu besitzen. Und vor allem so, dass man fast reinfällt. So, wir springen ein bisschen. Falsch natürlich, verdämlich. Dafür muss ich gleich einen Schaf verkloppen. Und ich mache es ein bisschen so wie German Let's Play. Oder German oder dieser German LP. Hurensohn. Spaß. So, weg damit. Dann gehen wir hier rein. So rein. Und wir haben eine super tolle Aussicht. Nein, haben wir nicht, weil da mein Zeug davor ist. Also gehen wir da so raus, rauf. Und ja, eine wunderschöne Aussicht haben wir im Moment. Nur, ich glaube, schon langsam steigt der Druck im Wasserkessel. Wie wäre es, wenn wir es mal fluten? Ich hoffe, das ist der richtige Knopf. Ich kenne mich da nie aus. Es ist nicht der richtige Knopf. Was ich auch übrigens cool von euch finde, einfach mal hier was hinzutun, was eigentlich gar nichts bringen kann. Allein schon theoretisch. Weil dahinter nämlich nichts ist. Aber nun gut. So, probieren wir es mit dem nochmal. Ja, es öffnet sich was. Schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Wasserdurchlauf. Und man sieht schon, sieht auf alle Fälle ziemlich episch aus. Ich weiß leider nicht mehr genau, wer den Stadion gebaut hat. Aber auf alle Fälle schön gemacht. Zugegebenermaßen dieses Bullauge da in der Mitte hätte ich nicht gemacht, aber ist ja auch egal. Jeder darf bauen, wie er will. Und auf alle Fälle trotzdem schön geworden. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns wieder zum Spawn. Und schon langsam haben wir auch nichts mehr, wo wir hin müssten oder hin sollten. Bis auf den Funpark. FF, Fast and the Furious 5. Fast 5, ja. Ich habe den Film zu oft gesehen, ich weiß, das ist schrecklich. Ja, dieser Ort, dazu wird auch in den nächsten Tagen, wird zum, wahrscheinlich dann zum Schluss, weil wir den jetzt auch zum Schluss angeschaut haben, ein Video kommen aus dieser Serie, die 3 Dinger lang ist. Und ja, ist ganz cool auch hier. Ich habe dich doch gerade bezahlt. Also, gut. Lernensprung, neu, cool. Warten wir uns gleich mal hin. Im Bau, Test erwünscht. Spring an die Liane. Ich habe überhaupt nichts gedruckt. Ich bin einfach voll krass. Ich wurde angeschubst. Was ist denn das? Ich bin einfach so flupp angeschubst worden sozusagen. Und dann war ich drüben. Lianensprung, ja. Ah, ja, stimmt, das ist diese Scheiße da eben. Nur, meine Freunde, da kommt man tatsächlich nicht mehr rüber. Oder zumindest ich.
Beim Aufnehmen nicht, ja. Sonst vielleicht schon. Ja, ich komme auch so rüber. Gut. Wow, da geht's irgendwo hin. Yes, so, die einen Sprung. So, wir probieren es jetzt nochmal und jetzt springen wir diesmal gescheit. Ja, seht ihr? Das ist, da kann ich gar nichts dafür. Ich kann gar nichts ändern. Ich werde einfach da automatisch hinzuge, ge was auch immer. Aber es ist auf alle Fälle eine coole Idee, dieser Funpack. Cool. Und ich fürchte mal, wir sollten da bei dem Neuversuch einfach hingehen. Denn ich denke, da kann man rausgehen. Ja, das ist wieder dieses Getaway da. Dieses Ghetto Gangster. Oder im Ghetto Blaster. Aber auf alle Fälle auch ein cooler Mod, wie auch immer den erfunden hat. Gut, ja, wie gesagt, das ist hier eben der Funpark. Da gibt es auch schon ein paar schöne Sachen. Ich bin mir sicher, da wird noch einiges kommen. Betreten verboten, auch geile Idee mit diesen Zäunen. Sieht richtig stylisch aus. Und ja, dieser Funpark ist riesengroß. Da gibt es eine eigene Bahn durch. Wie gesagt, da wird dann eben bald noch ein Video kommen. Schön Geduld haben, normalerweise in 3 Tagen. Ja, wir gehen jetzt hier noch hoch und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch heute. Und jetzt dann von euch für heute, für mich. Da kommen wir wieder nicht durch. Ja, mit den Schildern, da habe ich so meine Probleme. Könnte klappen. Probieren wir es mal. Schauen wir mal. Ich bin ja so ein Einbruchmeister. Oh, ich habe eine Framerate von 50. Das hört sich nicht gut an. Ich breche kurz. Ja, aber bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da und ich habe jetzt festgestellt, immer wenn ich so eine hohe Framerate dann auf einmal habe, dann habe ich gleich Out of Memory. Ist schön zum, ja, schön zum Merken eigentlich. Aber auch nicht so schön. Ich hätte lieber 50 Frames und wenn ich dann, ja, quasi, schaffen wir das? Wird eng. Und dann eher, wenn ich quasi Dingsens habe, quasi nur noch 12 Frames habe, dass ich dann Out of Memory habe. Was natürlich ein bisschen widersprüchlich ist. Das wird verdammt eng hier. Denkt ihr, das schafft man? Ob ihr wirklich richtig steht? Sen seht ihr, wenn das Licht angeht? Fuck! Ja, gut, habt ihr gut ausgeknobelt. Meint ihr, das überleben wir? Riskieren wir lieber mal nix. Schauen wir lieber mal, was das hier ist. Das sieht auch wieder so zum Getaway aus. Ich hoffe, man darf hier überhaupt sein, weil ich habe ein Problem, wenn ich hier nicht mehr rauskomme. Natürlich nicht, weil ich kann ja einfach rumwarpen, aber da kann ich euch gleich mal eine lustige Geschichte erzählen. Letztens habe ich mal so auf der Map geschaut. Da können wir eigentlich auch noch später schauen. Ja, vielleicht, wenn ich dran denke und Lust habe, dann schauen wir noch kurz die Map ein bisschen an von oben. Da war ich im Gefängnis, also habe so ein Gefängnis gesehen und war cool, da muss ich hin und nachschauen so. Und dann war ich da dort und bin eingebrochen, aber bin nicht mehr rausgekommen fast. Also es war richtig schwierig. Und ja, hallo, Time Gamer. Na, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Krass. Achso. Ach, man sollte eigentlich darüber. Ja, dann müssen wir fast das mit dem Lianensprung nochmal probieren, oder? Gut, ja. Ich hau mich zwar ganz schön oft auf die Fresse, aber ich habe ja so viel Diamanten, da kann ich mir täglich eine neue Rüstung bauen. Solange ich halt nicht so oft dran da bin. So, Lianensprung. Wir probieren es nochmal. Mit Anlauf, glaube ich, ist besser. Ey, das ist eine Verarsche. Ganz ehrlich. Jump, jump, jump. So, Tim. So nicht mit mir. Ich werde jetzt kurz die Aufnahme beenden und so lange darüber springen, bis ich drüben bin. Bis gleich. Also, ja, wir schwappen uns erstmal darüber und wenn ich drüben bin, bis gleich. Ja, hallihallo, ich wollte gerade wieder rüber springen. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich habe da gerade eben so eine komische Spinne gesehen.
Vielleicht macht ihr. Mach ihn tot, mach ihn tot. Nein? Du willst ihn nicht umbringen? Scheiße. Hätte mich schon gefreut. Hätte ich seine ganzen Sachen bekommen. Naja gut, ich probier's nochmal. Bis da drüben. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe schon langsam das Gefühl, es geht gar nicht. Ich probier's jetzt noch einmal mit euch und dann habe ich eh genug Timoleons da ausgegeben für den Scheiß. So. Ja gut, wie gesagt, das, ja gut, einmal können wir es noch probieren, weil das gerade ein echter Fail, echter Fail war. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann es nicht oder es ist wirklich nicht möglich. Gut, ja. Wir gehen mal, ihr habt schon gesehen, ich habe einen Haufen Geld für den Scheiß ausgegeben. Oh mein Gott, hier ist eine voll die fette Sammlung. Ja, ich würde mal sagen, ich verabschiede mich mit dem Blick auf diesen Bereich hier. War ob es im Bahnhof, weiß ich. Ja, auf diesen Blick hier verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses lange, ich denke, dass es lang ist. Für mich kam es zumindest lang vorher, lange, Let's Play Minecraft Together im Prinzip. Morgen, übermorgen und übermorgen kommen, wie gesagt, noch die einzelnen Spezials nochmal. Das sind 3 Stück, jeden Tag eins. Am ersten Tag wird das mit dem Haus kaufen kommen. Und dann, ja, seht ihr schon, ich will jetzt nicht zu viel sagen. Ich glaube, ich habe eh schon zu viel gesagt. Okay, das war's von mir für euch, für heute, für Minecraft Together. Ich weiß nicht genau, wann dieses Together kommt. Ich schau mal, vielleicht bekomme ich es am Sonntag hin. Und ja. Schauen wir mal, nicht? Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Abend, einen angenehmen Tag. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, schaut doch mal bei mir rein, abonniert mich, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir natürlich ein paar Kommentare. Und vor allem, wenn ihr dieses Video nicht gut gefunden habt und mir einen Daumen runter gebt, schreibt gefälligst darunter, warum ihr Banausen. Ja, gut. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, hallihallo und willkommen nochmal zurück. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen, aber dann beim Anschauen habe ich es gemerkt. Ja, nach eineinhalb Stunden fast, habe ich jetzt gerade gesehen. Auf dem Server befinden wir uns jetzt nochmal online sozusagen. Und zwar einmal auf der Start- oder Hauptseite von timolia.de. Den Link werde ich unten in der Videobeschreibung posten. Ja, hier könnt ihr euch anmelden, falls ihr auf dem Server spielen möchtet. Ja, hier findet ihr alles Wichtige rund um Timolia, ein paar Bilder, lustige und interessante Kommentare, Forum, Downloads, Links, Kontakte, Umfragen. Ihr könnt auch für den Server spenden, denn natürlich ist sonst so, ich glaube, 32 Slot Server nicht billig, kostet normalerweise, wenn ich das noch so im Kopf habe, 32 Euro im Monat, pro Slot 1 Euro. Und ja, es gibt verschiedene Galerien, es gibt Videogaleries, da ist unter anderem, habe ich da natürlich auch meine Videos da gepostet, nicht? Natürlich nur die auf eben auf diesem Server stattgefunden haben. Ja, warum ich das da gepostet habe, weiß ich gar nicht. Ich glaube einfach nur, um nochmal ein bisschen was was auch immer, nochmal die Zielgruppe zu vergrößern. Dann gibt es eine Bildergalerie, ja, da gibt es auch Personen, Fun-Bilder, Contest, Gebäude, Projekte. Wir schauen mal kurz unter Fun-Bilder rein, weil da am meisten sind. Ja gut, da sehe ich jetzt nicht so viel Funniges, was man jetzt nicht unbedingt sehen müsste. Kategorie Projekte, vielleicht sind da ein paar bessere Sachen dabei. Ja, also hier sieht man dann schon definitiv ein paar schöne Bilder. Wir klicken einfach mal auf eins drauf. Ja, auf alle Fälle sehr interessant hier mal durchzugehen. Ja, die Welt einfach mal, hier sehen wir nochmal schön. Sind auch sehr viele Bilder und jede Menge dazu geschrieben. Sehr schön gemacht. Von, soweit ich weiß, die Welt bei Zen Bob. Richtig cool gemacht. Ich habe sie natürlich nicht durchgelesen, bin ich blöd. Ich habe ja keine Zeit für sowas. Aber natürlich gibt es auch eine Live-Map. Die Live-Map habe ich jetzt schon mal oben geöffnet. Die kann man auch wieder intern öffnen. Ich habe sie jetzt aber extra mal geöffnet, damit wir mehr davon sehen. Und wir gehen einfach mal zum Old Spawn, der sich hier befindet. Hier ist Sun Bobby. Schauen wir mal. Hallo, Sun Bob.
Dein Bericht ist echt gut. Bindestrich, die Welt. Ja, die Welt. Ich hab. Ja, so. Schauen wir mal, ob er was zurückschreibt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wenn er das Video sieht, dann weiß er ja, warum. Ja, hier ist der Old Spawn. Hier befindet sich mein altes Haus. Da waren wir dieses Mal nicht. Ja, ist aber auch nicht so schlimm. Hier befindet sich das Gefängnis, in dem ich mal eingebrochen bin, beziehungsweise einfach drüber, hier irgendwo am Rand und bin dann nicht mehr rausgekommen. Hier befindet sich der Flughafen, an dem wir auch waren. Dann können wir mal ein bisschen weitergehen. Wir schauen einfach mal zu den ganzen Orten, wo wir überall waren. Hier ist der fette Staudamm mit Atlantis. Dann befindet sich hier der Hauptbahnhof, soweit ich weiß. Dann... Das, da weiß ich jetzt nicht genau, was das für ein Gebiet ist. Keine Ahnung. Ah, das ist VIP, also diese VIP-Land, wo wir nicht hingekommen sind. Schade eigentlich, aber da hinten wir rüber gehen können. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Hier ist der große Funpark, zu dem, wie gesagt, auch noch ein Video kommt und so. Allerdings nichts Besonderes, einfach nur, ja, hingeschmiert quasi. Ja. Dann, wo waren wir noch? Das da ist Mittelalter. Kaserne, was haben wir da? Mittelalter, genau. Abbauwelt. Da kommen dann eben immer diesen Abbauweltbereichen bei diesem Herz, bei diesem roten Diamanten. Was da oben, das ist eigentlich nur einfach ein weiter Bereich der Stadt, weil, also es ist schon krass, wie groß der Server geworden ist. Am Anfang war echt nur dieses kleine Teil, dann später kam, ich glaube, da irgendwas dazu. Genau, hier war dann der, ja, nee, das da kam dann dazu. Und mittlerweile ist der echt so riesengroß geworden, der Server. Also Tim, echt Respekt, du hast echt richtig was Geiles zusammengebaut. Und leider ist das wirklich... Sven! Sorry. Das war jetzt ein bisschen blöd, ne? Ich meine natürlich Tim. Ich bin noch ein bisschen... Gerade eben hat mir nämlich jemand wieder auf einem... ich glaube, Minecraft Tokeda 6 einen Kommentar geschrieben, warum dieser super tolle Server down ist. Habe ich gesagt, ja, geh mal auf den Timulia, der ist mindestens genauso gut. Und ja, deswegen war ich jetzt gerade da verwirrt. Ja, wo können wir denn noch oder wo sollten wir denn noch? Das, soweit ich weiß, sollten diese Stromleitungen sein. Weiß jetzt aber auch nicht genau. Und ja, das ist auch ein Gebiet, was ich jetzt aber auch nicht genau weiß. Und ihr seht schon, es ist alles verbunden. Was ist denn das für ein Teil? Interessante Frage. Sieht auf alle Fälle auch interessant aus. Das ist so eine Paintball-Arena, sollte es mal gewesen sein, aber ich glaube, der Mod ist nicht mehr drauf. Das ist das Eisstor-Stadion, der Hafen, an dem wir waren, die Kirche. Und ja, auf alle Fälle relativ groß. Den Link packe ich nicht unten rein, ich packe einfach nur den Link von Timulia rein, weil da könnt ihr dann direkt drauf zugreifen. Tim, wenn du dieses Video hier noch siehst, dann möchte ich dich nochmal bitten oder beziehungsweise oder fragen, wie, warum, denn ursprünglich gab es ja noch eine andere Welt, die man eben dann quasi von der Seite ansehen konnte, quasi die 3D, aber wenn ich auf die gehe, dann kommt bei mir nur so ein kleines Teil, letzter Update 14.10.2011 und da fehlt irgendwie auch die Hälfte, also ich weiß nicht recht, was da los ist. Vielleicht kannst du das nochmal überprüfen und schauen. Denn das finde ich eigentlich nochmal ein bisschen geiler, die Map, wenn man es halt doch nochmal ein bisschen cooler anschauen kann. Okay, das war's von mir. Jetzt wirklich, morgen, übermorgen, übermorgen kommt eben noch ein paar Spezial. Da habe ich, glaube ich, habe ich jetzt oft genug erwähnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann gebt mir, wie gesagt, einen Daumen hoch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Hodenkrebscreme. Tschaußen.